Die Aktienmärkte heute unter Druck wegen zwei schlechter Nachrichten. Da ist einerseits Omikron und andererseits die Absage von US-Senator Joe Manchin zum Build Back Better Programm von US-Präsident Biden. Aber bei genauerem Hinsehen sind diese Nachrichten vielleicht sogar ganz gute Nachrichten, so paradox und so skurril es vielleicht auch klingen muss, denn wer ist denn der eigentliche Feind der Aktienmärkte? Entzug von Liquidität ist der Feind. Warum sind die Aktienmärkte seit einiger Zeit so nervös? Weil die Fed eine hawkische Wende vollzogen hat. Von Inflation ist kein Problem zu Inflation ist eine Top-Priorität, die wir jetzt bekämpfen müssen. Dementsprechend eine gewisse Verunsicherung am Markt, ob die Liquiditätsparty jetzt vorbeigehen. Aber was ist denn Ursache dieser Inflation? Wir haben zu wenig Angebot bei zu viel Nachfrage. Was passiert, wenn durch Omikron Einschränkungen wieder zunehmen? Dann wird die Nachfrage geringer. Das heißt, wir haben potenziell eine Readjustierung des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage. Das heißt, weniger Angebot würde auf in etwa dasselbe Angebot treffen, zumindest wenn bestimmte produzierende Sektoren in China zum Beispiel jetzt nicht in den Lockdown gehen. Das heißt, wir hätten eine Verringerung des Inflationsproblems. Und das Gleiche gilt auch für dieses Build Back Better Programm, denn dieses Programm würde sehr viel Nachfrage schaffen. Nachfrage in einer Situation, wo wir schon ohnehin zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot haben. Das heißt, dieses Build Back Better, wenn es denn durchgesetzt würde, dann würde es das Problem wahrscheinlich in Sachen Inflation verschärfen, wenn dieses Programm nicht kommt. Und noch ist es ja nicht vom Tisch. Joe Manchin will vielleicht da noch ein bisschen verhandeln. Jedenfalls wird es sich hinziehen. So viel scheint klar. Das wird also jetzt dieses Jahr nichts mehr. Aber das sind vielleicht gar nicht so schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr pessimistische Stimmung inzwischen und auch eine zumindest kurzfristig relativ pessimistische Positionierung. Schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Hier sehen wir etwa die amerikanischen Vermögensverwalter NAAIM und wir sehen, deren Investitionsquote ist jetzt bei 52%. Wir kommen von Werten über 100%. Das heißt, die waren all in plus noch ein bisschen gehebelt. Jetzt sind wir in Bereichen, die gerne mal eine Marktdrehung nach sich ziehen. Muss nicht so sein, kann aber so sein. Wir sehen also, dass hier da relativ wenig Investment derzeit der Fall sind. Ähnlich die Positionierung am Optionsmarkt, sehr negativ. Da ist man also sehr pessimistisch inzwischen eingestellt. Da ist viel Angst im Markt. Normalerweise sind das gar nicht so schlechte Voraussetzungen, dass möglicherweise diese so lange herbeigesehnte Weihnachtsrally dann doch noch kommt, zumindest eine Möglichkeit, zumindest sterben Rallyes ja meistens in der Euphorie und nicht, wenn wirklich ein bisschen Angst da ist. Richtig, wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viel Zuflüsse in die Aktienmärkte dieses Jahr gesehen. Diese Grafik, wie auch die vorherige, hatte ich heute Morgen schon gezeigt, mehr Zuflüsse in Aktienmärkte als in 19 Jahren insgesamt zuvor, muss man sich vorstellen. Aber wir sehen, dass im Dezember nicht unerheblich bereits Geld abgezogen wurde und vielleicht sehen wir die latente Schwäche des Marktes als Folge der bereits abgezogenen Gelder. Also da ist zumindest jetzt im kurzen Zeitfenster doch einiges rausgeflossen. Interessant übrigens, dass der Dow Jones in Relation zu Gold, wie eine Grafik hier von Game of Trades zeigt, jetzt an einer wichtigen Widerstandslinie ist. Heißt das, dass der Dow Jones fällt? Könnte sein. Es kann aber auch sein, dass Gold steigen wird oder zumindest Gold stärker steigen wird als der Dow Jones. Normalerweise sind solche Widerstandsmarken, solche Trendlinien relativ schwer zu knacken. Und natürlich sind alle mittelfristig, langfristig gesehen ziemlich all in. Dementsprechend ist da natürlich immer eine Gefahr größerer Rückschläge, wenn die Leute vor allem gehebelt drin sind, wie wir hier am Margin Debt sehen, der ja so massiv zugenommen hat, ein Allzeithoch nach dem anderen erklommen hat, jetzt aber auch einen kleinen Rücksetzer hat erleben müssen. Also eine schwierige Gemengelage, viel Pessimismus, auf der anderen Seite viele noch auf der Longseite positioniert und nicht unerheblich gehebelt. Und normalerweise, und das hatte ich heute Morgen auch schon gezeigt, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, reagieren die Aktienmärkte auf Zinsanhebungen, wenn sie denn durch die Fed im nächsten Jahr wirklich kommt. Gar nicht so schlecht. Nach der ersten Zinsanhebung geht es in der Regel nach oben, weil normalerweise eben die Wirtschaft gut läuft. Deswegen hebt eben eine Notenbank die Zinsen an, weil die Wirtschaft
ja doch sehr robust ist. Diesmal ist das Problem eben Inflation. Da hat die Fed sehr, sehr lange gepennt, hat nicht gebremst, muss jetzt eben stärker auf die Bremse treten, könnte aber durch Omikron und den Wegfall von Build Back Better durchaus eben dann gezwungen oder weniger gezwungen sein, eben diese harte Linie zu fahren. Hier Bank of America sagt, auf jeden Fall Dollar Long, bestimmte Volatilitätsparameter Long, wie den Move, wie den VIX. Also die Volatilität der Anleihenmärkte, der Aktienmärkte spielen. Und ja, wir dürften auch eine Verlangsamung, eine Verschlechterung der Earnings per Share sehen, also der Gewinne in den oder bei den amerikanischen Unternehmen. Hier sehen wir unten übrigens nochmal, dass da ziemlich erheblich schon im Dezember Geld abgezogen wurde aus den Märkten. Und ja, es ist viel Schaden entstanden. Der Breadth, also die Marktbreite, hat ziemlich gelitten. Wir sehen hier der S&P 500 mit einem Year-to-Date-Return, also mit Gewinnen seit Jahresbeginn von 23%. Maximal ist er 5% gefallen. Der Nasdaq mit einem Gewinn von 18%. Erstaunlicherweise weniger als der S&P, ist aber 11% mal gefallen. Und der Russell 10% im Plus und insgesamt einmal 12% gefallen. Aber vor allem, wenn wir uns die Anzahl der Aktien anschauen, die mindestens einen 10% Drawdown hatten, also einen Rückgang von 10%, dann sind das 93% im S&P 500, 89% im Nasdaq und 99% im Russell 2000. Dort der Russell 2000, die Durchschnittsaktie mit einem durchschnittlichen Drawdown von 39%, beim Nasdaq von 43%, beim S&P 500 nur 19%. Also wir sind ja nicht so weit weg von Allzeithochs und doch sind manche Aktien da sehr, sehr schwer verprügelt worden. Das sehen wir auch in diesem Chart, der an die Anzahl der Aktien im Nasdaq, die auf ihrem 52-Wochen-Hoch handeln im Vergleich zum 52-Wochen-Tief, also die auf dem höchsten Stand des Jahres handeln oder seit einem Jahr handeln im Vergleich zu dem tiefsten Stand seit eines Jahres. Da sind wir jetzt so schwach auf der Brust wie seit April 2020 nicht mehr, als ja diese Rallye in Fahrt kam nach dem Corona-Crash Februar und Anfang März 2020. Also da ist viel schon ausgebombt, da ist manches auch schon überverkauft, da ist manches nach wie vor überbewertet, vor allem bei meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood. Da sind ein paar Aktien drin, die zwar 70% verloren haben, aber immer noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1300 haben. Okay, sportlich. Also Überverkauftheit heißt nicht, dass die Dinge dann billig geworden sind oder einigermaßen anständig bewertet wurden, aber einige Aktien sind es doch. Dementsprechend ist die Frage, ob da nicht eine Erholung möglich ist. Wir sehen hier den Momentum-Faktor. Hat jetzt den schlechtesten Monat seit 2021, also diese Momentum-Aktien, die gerne in Liquiditätshossen steigen. Und auch wenn wir uns mal die Google-Suchen anschauen in den USA, dann sehen wir, naja, bis auf Krypto ist da relativ wenig Interesse derzeit zu spüren. Das war vor einiger Zeit noch mehr. Also es ist jetzt nach den Geschehnissen nicht so wahnsinnig viel Euphorie im Markt. Da hat man den Investoren so ein bisschen diesen festen, unbedingten Glauben an die Weihnachtsrallye ausgetrieben. Und das ist nach meiner Voraussetzung oder nach meiner Einschätzung dann eher eine Voraussetzung für eine Weihnachtsrallye, als wenn jetzt alle so total euphorisch und all in sind, als wenn eben das Gegenteil passiert. All das muss nicht passieren. Wir können und dürften auch in den nächsten Tagen noch weiter Volatilität erleben bis Weihnachten. Da ist ja am 24. keinen Handel, aber danach könnte es dann vielleicht ein bisschen besser aussehen. Schauen wir uns hier mal den typischen Dezember an zwischen 1985 und 2019. Dann beginnt eigentlich so ziemlich mit dem heutigen Tag die Rallye, die Jahresendrallye. Kann diesmal anders sein, gar keine Frage. Wir haben relativ viele Parallelen zu dem Dezember 2018, als Jerome Powell, der jetzt nicht mehr den Märkten so wohlgesinnt ist, offenkundig damals von automatischer Bilanzreduzierung gesprochen hat. Das hat den Märkten nicht geschmeckt. Also wenn diese Weihnachtsrallye, diese Jahresendrallye ansetzen will, dann sollte sie es bald tun. Und wir sehen auch hier dieses Seasonal Pattern in Nachwahljahren.
dann ist es durchaus typisch, dass der Dezember eher so ein bisschen schwach ist. Und es ist durchaus typisch, dass da Enttäuschungen durch die Regierung kommen, wie jetzt eben diese Weigerung von Joe Manchin, dieses Build Back Better Programm durchzuwinken. Aber dann, wundersamerweise, geht es dann doch nach oben. Meistens ist diese Phase dann eine durchaus positive. Was könnte in Sachen Value to Growth passieren? Wir sehen hier, dass da durchaus, aus meiner Sicht, großes Potenzial ist für Value im Vergleich zu Growth. Also diese Dinge, die so ein bisschen langweilig sind, die nicht so gut gelaufen sind, die könnten besser laufen, eben als die Wachstumswerte. Aber kommen wir mal nach Germany, kommen wir nach Deutschland. Und hier eine schwere Hiobsbotschaft für Marcello Fracerino, der also doch nicht Bundesbankchef wird. Ein tragischer Schicksalsschlag. Joachim Nagel wird es werden. Der ist sozusagen jetzt von Lindner per Twitter faktisch ernannt worden. Er hat gesagt, Scholz und ich, wir haben uns darauf geeinigt, es wird der gute Joachim Nagel werden. Jetzt spinnt hier ein bisschen die Anzeige. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Wenn nicht, das ist auch gut. Jedenfalls ist das eben doch jemand, der eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. So ganz genau weiß man nicht, welche Geldpolitik er durchsetzen will. Ohnehin die Bundesbank ja in letzter Zeit kaum mit Einfluss bei der EZB, weil Jens Weidmann, der noch bis Silvester im Amt ist, ja sich nicht durchsetzen konnte gegen die Südländer. Schon bei der letzten EZB-Sitzung war er mit den Holländern und den Österreichern nicht einverstanden mit der Entscheidung, aber genützt hat es ihm auch nichts. Nützen tut es uns auch nichts, dass der Preis für Erdgas neue Rekorde erreicht. Dementsprechend steigen auch die Preise für Strom. Und das wird jetzt bedeuten, dass dieses Thema Energie immer politischer wird, dass jetzt die Politik wirklich langsam unruhig wird. Jetzt muss man etwas tun, wenn es für die Verbraucher so richtig unangenehm wird, dann wird man hier Verbalinterventionen machen, dann wird man hier versuchen, die Preise wieder nach unten zu drücken, komme was da wolle, mal sehen, ob es gelingt. Die Voraussetzungen sind jetzt nicht so richtig gut, denn es fehlt schlichtweg an Gas. Hier die Gaszuflüsse, die russischen Gaszuflüsse in die EU über Malno, das ist im Deutschen Osten, da sehen wir, das tendiert jetzt wieder gegen Null. Wladimir Putin will vielleicht ein bisschen Druck machen hier auf Nord Stream 2, aber wir wissen ja, dass wir Nord Stream 2 nicht brauchen, weil wir von Luft und Liebe uns erwärmen können. Da brauchen wir keine Heizung. Das ist ja völlig klar. Hier sehen wir das nochmal, wie diese ganze Geschichte sich hier darstellt. Das ist schon echt dramatisch. Und wie soll das weitergehen? Da muss irgendwie langsam etwas passieren, sonst haben wir hier ein richtiges Thema. Ich hatte heute Morgen einen Erfahrungsbericht, einen Insiderbericht vorgelesen, der sagt, also es ist totaler Wahnsinn, dass wir hier die Atomkraftwerke jetzt abschalten. Wahrscheinlich muss man die jetzt abschalten, weil natürlich die Politik schon länger gesagt hat, ihr müsst dann abschalten. Dann haben sich diese Atomkraftwerke und deren Betreiber darauf eingestellt. Also man könnte die wahrscheinlich gar nicht jetzt mal so stantepede einfach weiterlaufen. Aber es fehlt dann eben ein weiteres Backup-System und das könnte uns in diesem Winter schwerst auf die Füße fallen. Noch ein interessanter Interviewpartner, respektive eine sehr interessante Persönlichkeit, der versucht ein bisschen klarzumachen, wie eigentlich die Mechanik des Geldsystems im Euro-Dollar-Bereich ist. Das Euro-Dollar-System ist nicht das Währungspaar, sondern das ist praktisch ein weitgehend unregulierter Markt, in dem Dollars verliehen werden. Teilweise sitzen da amerikanische Banken, haben da Niederlassungen gegründet, etwa auf den Cayman Islands, und da werden Dollars verliehen hin und her. Da werden aber keine physischen Dollars, sondern da werden Ansprüche im Grunde hin und her gehandelt. Und hier sagt ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner, das alles ist hochgradig deflationär. Wir haben viel zu wenige Dollars statt zu viele Dollars. Und wir wissen ja, dass die Geldmenge sich massiv ausgeweitet hat. Aber das ist gar kein echtes Geld, sagte dieser Kenner der Materie. Fand ich hochinteressant. Sollten Sie sich vielleicht mal, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, anschauen. Werde ich unter dem Video verlinken. Und bleibe ansonsten natürlich bullisch wie immer, meine Damen und Herren. Der Pessimismus ist groß. Es bleibt wackelig. Das wird jetzt keine einfache Geschichte erstmal. Aber vielleicht wächst eben aus dieser Wall of Worry dann zumindest kurzfristig doch eine Jahresendrallye
Es wäre nicht das erste Mal. Ihnen das Allerbeste. Ich verweise auf dieses hochinteressante Interview unter dem Video verlinkt. Servus und ciao.